Also ich würde eigentlich viel, viel früher schon ansetzen und jeder Mutter empfehlen, selbst wenn die Kinder jung sind, sich immer weiter, also parallel zum Familienleben, ein eigenes Leben mit aufzubauen. Das muss gar nicht viel sein, das muss auch gar nicht so viel Zeit im Alltag in Anspruch nehmen. Aber auf jeden Fall ist es ganz wichtig, die eigenen Freundschaften weiterhin zu pflegen oder neue Freundschaften aufzubauen, schon frühzeitig, und für sich selbst auch ja, einen Bereich zu finden, in dem man ganz alleine handeln kann. Sei es jetzt beruflich oder auch hobbymäßig. Ja. Und verbunden mit Zielen, die man sich vielleicht langfristig setzt, kann, ja, dann ist der Schritt, wenn die Kinder gegangen sind, der tut dann halt gar nicht weh, weil dann hat man natürlich neue Ziele. Ich glaube, problematisch, um auf deine Frage zu kommen, ich habe mich immer weitergebildet. Ich habe regelmäßig Seminare besucht. Auch Persönlichkeitsseminare, Fortbildungsseminare, um auch tatsächlich immer wieder mit mir in Kontakt zu kommen, ja? Um es selbst eben nicht zu verlieren. Und das war für mich ein guter Weg. Kann ich auch bestätigen, habe ich auch so in meinen vergangenen Jahren gelebt, so, weil man bleibt nicht stehen, man verändert sich ja weiter, man entwickelt sich auch weiter mit den Kindern. Und ja, und es gibt einem auch Halt zu sehen, man tut was für sich. Und, absolut, ja. Und aus meiner Erfahrung kann ich jetzt auch sagen, man hat ja auch so eigene Themen, die man noch im Rucksack hat, die man auch auflösen darf. Davon sind wir alle nicht verschont. Davon sind wir nicht verschont, genau, ja. Thank you.